Es war vor, ja, ziemlich genau vor 4 Jahren, als ich glaube durch einen Freund erfahren habe von einem Charity-Abend für ein Schulprojekt in Indien. Mehr habe ich nicht gewusst. Und ich bin also auf diesen Charity-Abend gegangen und habe meine zukünftige Yoga-Lehrerin, die Rosi Wagner, kennengelernt, und sie hat im Laufe des Abends präsentiert und erzählt über dieses Schulprojekt Light of Love in Varanasi, Indien. Da haben sich meine Ohren wirklich aufgestellt, denn ich war mit meinem Mann vorher in Indien, der leider Gottes im Jahr zuvor gestorben ist an Leukämie, und wir wollten immer noch einmal nach Indien fahren, Indien reisen. Und die Rosi erzählt, und es hat so Klick gemacht bei ihr, bei mir, als sie von dem Schulprojekt erzählt hat, dass ich sie nachher gefragt habe. Und sie, das habe ich vergessen zu erwähnen, von einer Reise nach Indien im nächsten Jahr, im März nächsten Jahres. Da war es für mich klar, da möchte ich unbedingt dabei sein. Und so war es dann auch. Im März haben wir eine magische Reise, kann man sagen, angetreten. Wir sind mit Booten, mit kleinen Booten, den Ganges entlang gefahren, mit 2 Nächtigungen, wo ich das allererste Mal Yoga erlebt habe. Am zweiten Tag haben wir die Schule besucht, und in dieser Schule allein der Empfang, das war so eine Herzlichkeit. Man hat dann sofort gespürt, was die Rosi da auf die Füße gestellt hat. Also was das für ein unglaubliches Projekt der Liebe ist. Die Kinder fröhlich, lebendig und trotzdem ganz diszipliniert. Die Lehrer voller Liebe und Hingabe und großem Engagement. Weil ich mittlerweile jetzt schon 3-mal diese Schule besucht habe, habe ich natürlich auch das Ehepaar näher kennengelernt, das die Schule leiten, und sind auch Freunde geworden. Die Sheila, eine Christin aus Kerala, und Pawan, ihr Mann, der ein Hindu ist und eigentlich als Physiotherapeut gearbeitet hat. Und die beiden führen diese Schule mit so großer Liebe und Achtsamkeit, ebenso, dass sich auch 70 behinderte Kinder pudelwohl fühlen und mitgetragen werden und bei allem dabei sind. Die beiden eigenen Kinder von Sheila und Pawan besuchen auch diese Schule oder haben diese Schule besucht, und sie hat mir erzählt, dass möglicherweise die Nini, das Mädchen, die Schule einmal übernehmen wird. Und der Gedanke, so ein wunderbares Projekt unterstützen zu dürfen, zum Beispiel mit einer Patenschaft oder eben mit dem Kaufen eines wunderschönen Teppichs, dieser Gedanke ist einfach wunderschön, weil wir sind hier Gast auf Erden, und ich glaube, es ist eins der schönsten Dinge, dass man diese Welt ein bisschen wärmer macht. Hallo, mein Name ist Georg. Ich bin ein Freund von der Rosi und Teppichhändler. Wir produzieren meine Familie produziert seit über 50 Jahren Teppiche in der Region rund um Varanasi. Diese Teppiche werden bei mir hier importiert, und wir verkaufen sie in Europa sehr erfolgreich. Als ich die Rosi kennengelernt habe, wusste ich nichts von Schulen und Schulprojekten, von den Möglichkeiten, die sich da auftun, und den vielen Gelegenheiten, Gutes zu tun. Die Rosi hat mich dann in diese Materie eingeführt. Wir haben die Schule besucht, und der erste Gedanke war eigentlich gleich, den Kindern auch eine Möglichkeit zu geben, für ihr Leben etwas zu lernen.
etwas, wonach, womit sie danach eventuell auch eigenständig sein können bzw. Geld verdienen können für ihre Familie. Es sind nicht alle behinderten Kinder geeignet, Teppiche zu knüpfen, aber gewisse Behinderungen favorisieren diese Arbeit und diese Arbeit kann dann sicherstellen, dass sie nach ihrer Ausbildung in der Schule tatsächlich einen Job oder eine Arbeit nachgehen können. Ein paar Jahre hindurch habe ich das beobachtet, war in der Schule, habe es angesehen, habe versucht, der Rose zur Hand zu gehen, Kontakte herzustellen, auch mit den Direktoren gesprochen, geschaut, was sie brauchen, was schon da ist, was sie mit nicht brauchen. Aber die Idee, Teppiche herstellen zu lassen in der Schule, hat uns nicht verlassen. Und so haben wir eines Tages beschlossen, 2 Knüpfstühle in der Schule aufzustellen. Mittlerweile haben wir ca. 20 Teppiche knüpfen lassen und auch alle dieser 20 Teppiche wieder in Österreich verkauft. Ein Großteil des Erlöses ging jeweils an die Love of Light Charity von der Rosi. Und ich denke, dass es für alle eine Win-Win-Situation ist, wenn die Kinder dort etwas lernen können, wir dadurch hier in Europa wieder Geld für die Schule lukrieren und das dann wieder den Kindern der nächsten Generation zugutekommen kann. Jetzt hat mich die Rose gebeten, nicht nur von der Schule zu erzählen und von dem Projekt, sondern auch was zu verkaufen. Was wir da also herstellen, wir verwenden in unserer Produktion Viskosematerialien. Diese Viskose verarbeiten wir seit mittlerweile 20 Jahren. Es gibt verschiedene Knüpfdichten. In der Schule produziert man die Basisgrundknüpfdichte, die bei uns Klassik heißt. Die Klassik-Variante hat einen Seidenglanz, eine leichte Rippung, ist ein sehr eleganter, hochwertiger Teppich, der in alle Stadtwohnungen passen würde und der auch komplett nass waschbar ist, womit die Viskose kein Problem hat. Wir haben einen ganzen Haufen an Farben. Beispielsweise habe ich jetzt diese Muster hier mitgebracht. Diese Muster repräsentieren ein kleines Portfolio an Farben. Wir können jedoch nach allen NCS-Farben färben. Wenn ihr den Wunsch habt, bei uns einen Teppich zu fertigen zu lassen, dann könnt ihr zu mir kommen, in das Büro auf der Brigittenauer Lände 68. Wir würden dann die Farbe aussuchen, das Maß bestimmen und dann einen Teppich in der Schule in Auftrag geben. Damit ihr sicher sein könnt, dass der Teppich aus der Schule kommt, haben wir von den Schulkindern so kleine Etiketten malen lassen. Diese Etiketten sind von den Schulkindern gestaltet und auch umgesetzt. Wir nähen diese Etiketten dann an die Teppichrückseite und das ist das Zeichen dafür, dass der Teppich aus der Schulproduktion stammt. Ja, zu Beginn ein ganz, ganz liebes Danke an Georg und an Brigitte, die so liebevoll jetzt dieses Projekt für euch geschildert haben. Die beiden stehen einfach für eine Reihe von Menschen, die mich seit 11 Jahren begleiten und unterstützen und die es überhaupt möglich machen, dass dieses Projekt in Indien noch immer gibt, dass die Schule blüht und dass wir von der Zeit, wo ich das Projekt übernommen habe, wo wir 200 Kinder hatten, dass wir jetzt 500 Kindern die Möglichkeit geben können, in die Schule zu gehen. Ja, ich war dann Mitte September eine ganze Woche in Varanasi, was gar nicht geplant war, mit dem Team von Arte. Und wir hatten dort dann in der Schule einen ganzen Drehtag und haben vor allem eben die Kinder beim Yoga gedreht. Wir haben jetzt durch diese Geschichte mit Arte, dadurch, dass ich eine Woche drüben war, musste ich, das tut mir auch leid an all jene, die sich schon gefreut haben, jetzt im November das Charity Fest gemeinsam zu feiern in Wien, ich musste es verschieben. Es war einfach zu kurze Vorbereitungszeit und das Fest findet jetzt am 30. März statt, nächsten Jahres.
Würde mich sehr, sehr freuen, viele von euch zu sehen. Und es war dann aber auch die Bitte da, und von vielen jetzt etwas beizutragen. Und so gibt es wieder ab 1. Dezember bis Ende Dezember die Möglichkeit, sozusagen auf das Charity-Konto etwas einzuzahlen, eine Spende einzubringen, wobei es diesmal die Möglichkeit auch der Absetzbarkeit gibt. Die ergibt sich für euch dann aus dem Text auf der Website. Und wir haben auch, was ihr sehen könnt, ein paar Geschenke vorbereitet wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Adventzeit, ein ganz feines Weihnachtsfest und ein ganz sanftes, liebevolles Hinübergleiten ins neue Jahr, in dem wir uns, so hoffe ich doch, vielleicht auch beim Charity Fest am 30. März wiedersehen werden. Danke.